Wir machen jedes Jahr eine Sonderausstellung von Mai bis Oktober. Zudem ist der Raum da. Die Gründerzeit ist von 1850 bis zum Ersten Weltkrieg ungefähr. Und da hat es einen Mordsaufschwung gegeben in Europa, in ganz Europa. Natürlich besonders in den Städten sind viele Industriebetriebe gegründet worden. Und denkt man nur an die Wiener Ringstraße. Das war die Zeit, wie die gebaut worden ist. Natürlich haben manche das Produkt gewechselt oder sehr modernisiert. Und da haben wir immerhin noch 17 gefunden. Das glaubt man gar nicht. Und denen haben wir uns gewidmet. Und wir haben das heuer so gemacht in Zusammenarbeit mit diesen Firmen. Wir sind also hingegangen, eingeladen, that's mit. Wir gestalten für jede Firma Informationstafel. Und eine, also die eine ist in der Firma und eine hängt bei uns, sodass auch die Ausstellung in der Stadt dort und da präsent ist. Jeder Firma haben wir so im gleichen Layout eine Tafel gestaltet, oben alt und unten neu und einen kurzen Text dazu. Den haben wir so kurz gehalten, dass man auch lesen kann. Wie 1850 die Bezirkshauptmannschaften und die Verwaltung und das alles gegründet worden ist, da war die Bezirkshauptmannschaft in Grein. Die einzige Stadt in der Gegend hat man dort hingelegt. Und das hat von Anfang an die Berger ziemlich gewurmt. Und sie haben sich ins Zeug gelegt. Die Verwaltung, also der Kaiser sozusagen, hat gesagt: Naja, wer unser Haus baut, dort ziehen wir hin. Und die Kleinen haben gesagt, wenn der Kaiser ein Haus will, dann soll er sich selber eins bauen. Und die Berger haben gesagt, naja, das ist ein Red. Ne? Und haben also ein Gebäude oder ein Grundstück geworben, ein Gebäude drauf gerichtet. Kennt jeder das Gebäude? Da war früher das Gericht und das alles drin, das Finanzamt. Und jetzt ist es weggerissen worden und da steht das Stadthaus. Mhm. Und das Gebäude ist gegangen. Und sie haben die Hosen ziemlich runtergelassen, die Berger, damit die Verwaltung daherkommt, weil sie haben dem Kaiser so quasi versprochen, du kriegst dieses Gebäude unentgeltlich, wir erhalten es für dich, der Bezirkshauptmann kriegt eine Wohnung und. Und das alles auf ewige Zeit. Es hat Steinbruchbesitzer gegeben, die Granitsteine produziert haben und als Partner den Boschacher gehabt haben, der die dann nach Wien gebracht hat, wo immer hin, der halt den Handel damit betrieben hat. So, das hat immer größere Ausmaße angenommen. 1872 hat man die Idee gehabt, eine Aktiengesellschaft zu gründen, das ist von Wien ausgegangen.
Die Steinbruchbesitzer, also Boschacher, die Berger Steinbruchbesitzer, haben ihre Steinbrüche in diese Aktiengesellschaft eingebracht, haben Geld dafür gekriegt und haben Aktien gekriegt. Und es sollte fröhlich weitergehen und alle sollten gut verdienen. Es ist aber eine Wirtschaftskrise dazwischen gekommen. Die Firma ist quasi pleite gegangen und alle Steinbruchbesitzer haben ihre Liegenschaften losgehabt. Besondere Bauart und er hat das Privileg gehabt, dass nur er machen darf. Und ihr müsst euch vorstellen, bis 1975 sind da noch Ziegel erzeugt worden, auf diese Art und Weise. 1975, nicht lang aus, das können wir uns fast nicht vorstellen. Ne? Und natürlich nicht mehr im Umfang wie früher. Das ist also so gegangen, den Sand haben sie sich aus der Eist geholt, den Eistflusssand. Der war gratis, da hat sich jeder holen können, was er wollen hat. Und der hat sich auch besonders gut geeignet, dann haben sie eine Betonmischung gemacht. Und das haben sie da von der Scheibe da reingefüllt. Und dann ist das geprackt worden. Schlagen, Siegel schlagen. Ich habe natürlich keine Handfreiheit. Das ja, du bist es. Ja. Also, das ist prangt worden, verdichtet, dann mit dem Eisen abgezogen worden, dass das einmal eben war. Und dann klopft es einmal um. Du bist jetzt der Automat, der Roboter. Das hat er da jetzt aufgepresst. Dann hat er diese Schablone genommen und hat den Falz nur reingemacht. Und dann hat er, wie gesagt, bei einem Halbautomat, da ist dieser große Vorteil, nicht weg, weil da steigst du drauf und dann kommt der Ziegel aus. So, der kommt der. Dann hat er und wenn er gescheit verdichtet ist, bleibt er stehen. Hat er nicht zum Trocknen da reingelegt, sondern zum Aushärten. Ne? Also wahrscheinlich dann eine Woche gelegen und ein Arbeiter hat am Tag 170 Ziegel machen können. Sechs hat er gehabt, also hat er eine Tagesproduktion von 1000 Ziegel gehabt. Und das ist ganz schön was, ne?